Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de. Heute machen wir mal wieder ein kleines Rezept. Es geht also nicht um Mixer, sondern es geht um ein Kaffeerezept. Und zwar mittlerweile vielleicht schon der Klassiker Bulletproof Coffee. Und wir gucken mal, was da eigentlich reinkommt, wie das schmeckt und ob uns das gefällt und ob wir den empfehlen können. Bulletproof. Viel Spaß bei dem Video. Ich habe schon vor relativ langer Zeit auf coffeeness.blog einen Artikel über Bulletproof Coffee geschrieben. Da habe ich dann auch nochmal genau ausgerechnet, wie viel Kalorien, bei welchen Mengenverhältnissen das Getränk hat. Und man muss jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, es ist kein kalorienarmes Getränk. Es ist halt ganz schön viel, wenn auch gutes Fett, aber auch immerhin ganz schön viel Fett vorhanden. Wenn man sich das mal anguckt, was da reinkommt, da kommt halt einmal pures Kokosfett rein und Butter. Empfohlen ist meistens Weidebutter, weil die noch ein bisschen bessere Nährwerte haben soll. Und dann haben wir jetzt 300 Milliliter Kaffee schon mal angerührt mit einem Handfilter oder also wie sagt man, aufgegossen. Aufgegossen, sagt man, genau. Sollte ich eigentlich auch wissen. Angerührt eher nicht. Okay, da bin ich vielleicht jetzt schon hier bei dem Bulletproof gedanklich. Auf jeden Fall sind das 20 Gramm Kokosfett und 20 Gramm Butter auf 300 Milliliter Kaffee. Und das Ganze blendet man dann einfach in einem Mixer. Ich habe auch schon in vielen Blogs Rezepte gesehen, wo dann ohne Mixer gearbeitet wurde, sondern mit so einem Hand... heute habe ich Wortfindungsschwierigkeiten. So einem, so einem Rührstab. Rührstab oder so. Und Schneebesen. Schneebesen, ja. Genau. Und ist auch nicht so einfach. Das ist ein Tabuspielen. Und das funktioniert gar nicht mal so gut. Und ich würde tatsächlich jedem empfehlen, das mit einem Mixer zu machen. Braucht ihr keinen dollen Mixer, einfach irgendeinen Mixer. Und, ja, Mixer oder klein. Pürierstab. Also Pürierstab würde auch gehen. Pürierstab, die haben auch die, würde auch, auch, gehen. Auch die nötigen Umdrehungen, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall ist es auch so, dass sich das Fett in dem heißen Kaffee sehr leicht löst. Das heißt, wenn ihr das mit heißem Kaffee zubereitet, habt ihr überhaupt kein Problem. Wenn ihr eine kalte Variante zubereitet, dann kommt es sehr leicht zu Klumpen. Klar, die Butter und die das Kokosöl kann flocken. Und das sieht dann nicht so schön aus. Was ich auch darüber hinaus noch empfehlen würde, ist, also je nachdem, wie ihr euren Kaffee trinken möchtet, ob ihr ihn sehr heiß trinken möchtet oder ob ihr ihn eher kühler trinkt, dass man vorher den Mixer natürlich ein bisschen anwärmt und natürlich auch bedenkt, dass die Butter und das Kokosfett auch eher kühl sind. Das heißt, das Getränk wird generell natürlich immer noch ein bisschen, das kühlt ein bisschen, runtergekühlt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das Getränk kommt aus den USA, erfunden von Dave Asprey. Genau, ja. Und der hat ja mittlerweile auch eine ganze Vermarktungskette in Gang gesetzt, wo er alle möglichen Supplements verkauft. Teilweise auch mit ganz interessanten Versprechen. Also ich glaube, er sagt tatsächlich, dass wenn man seinen Bulletproof Coffee macht, der Intelligenzquotient auch höher wird. Ich sag mal so, Dave Asprey ist sicherlich ein sehr guter Unternehmer, aber einige seiner Empfehlungen sollten durchaus mit Vorsicht, sollte man mit Vorsicht genießen. Er ist ja auch sehr experimentierfreundlich, was so Cognitive Enhancement anbelangt, also sprich Pillen, die sozusagen das Gedächtnis verbessern und die mentale Leistung verbessern, die eigentlich ja bei Narkolepsie verschrieben werden. Also da muss man auf jeden Fall immer so ein bisschen aufpassen, wenn man so die Geschichte sich da anguckt. Auf jeden Fall ein spannender Typ, aber... Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass tatsächlich die Inhaltsstoffe dieses Bulletproof Coffee ja gesundheitlich durchaus ihre Vorteile haben. Kokosöl, wissen wir, hat viele mittelkettige Öle, die ja generell ja, gesundheitsfördernd, Kokosfett soll ja auch so ein bisschen entzündungshemmend sein. Es ist entzündungshemmend, genau. Weiß ich nicht, wie gut das wirklich erforscht ist. Dass Butter an sich halt nicht schlimm ist, weiß man ja auch. Ist eigentlich sogar was relativ Gesundes. Da muss man natürlich dann nur bei der gesamten Kalorienbilanz ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu viel reinpfeift. Aber theoretisch ist auf jeden Fall so ein, ich habe glaube ich Fett statt Kohlenhydrate mal einen Artikel dazu genannt vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall deutlich besser, wenn man sowas anrührt als mit viel Zucker. Ja. Man muss aber sagen, vielleicht lohnt sich nicht die Investition in den allerbesten Kaffee, weil natürlich wird jetzt durch die Butter, durch das Mixen und auch durch das Kokosfett sehr viel von dem Kaffeegeschmack überdeckt. Und ich empfehle ja immer, guten Kaffee zu kaufen. Und in dem Fall ist es bestimmt auch besser, wenn ihr guten Kaffee nehmt, aber ihr müsst vielleicht nicht den besten Kaffee nehmen. Ja, dann packen wir da nochmal die 20 Gramm Butter rein und das Kokosfett. Und ich muss sagen, jetzt sieht das schon mal richtig eklig aus. Jo. Das wird sich aber gleich ändern. Müssen wir hier anmachen. Hm.
Mal ordentlich durchmixen. Ja, jetzt wird es auch schon interessant hier. So, ich würde auch sagen, das reicht dann schon. Ja, jetzt sieht es eigentlich aus wie so ein kleiner, ja, wie Milchkaffee-Konsistenz so ein bisschen, ne? Ja, sieht fast so ein bisschen aus, als wäre da irgendwie Karamell drin. Sieht auch jetzt durch den Dampf so ein bisschen wie Hexenküche aus. Mhm. Ja. Und dann schenken wir das einfach mal ein. Ja, hier haben wir zwei wunderschöne Gläser. Ist auch von der Konsistenz her schön schaumig. Was würdest du sagen? Ist das ein Getränk zum Abnehmen? Ja, es ist schwierig. Also was definitiv so ist, wenn ihr Bulletproof Coffee, so ein Glas Bulletproof Coffee trinkt, hält es wirklich sehr lange satt. Ne? Das heißt, also man kann durchaus bis in den Mittag hinein dann ohne feste Nahrung auskommen. Auf der anderen Seite, hat Arne ja auch schon am Anfang gesagt, sind es tatsächlich sehr viel Kalorien durch das Fett. Das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, natürlich, welchen Gesamtumsatz man halt so täglich hat. Das heißt, wenn ihr euch viel bewegt und Sport macht sowieso, dann ist es sicherlich kein Problem. Aber ich würde es jetzt definitiv nicht als Wunderwaffe zum Abnehmen benutzen, auch wenn ihr tatsächlich dann erst um 13 Uhr Hunger bekommt. Auf keinen Fall. Also ich würde, wenn man halt irgendwie an seinen Kalorien insgesamt drehen will, kann man das gerne machen. Hier mit dem Bulletproof habt ihr halt eher was, was wieder viel Kalorien hat, was ihr oben drauf tut. Dann kann ich sagen, okay, vielleicht macht mich das lange satt, aber in der Gesamtbilanz ist es halt eher dann störend, weil es viel Kalorien hat. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass man wirklich auf ein, zwei Mahlzeiten deswegen verzichtet. Und selbst wenn, wäre das dann ja auch keine ausgewogene Ernährung. Ja. Also es geht hier schon eher um Geschmack, würde ich sagen. Mhm. Und das probieren wir jetzt mal. Ja, cheers. Und was ich an Kokosfett immer irgendwie toll finde, also ich koche ganz viel mit Kokosfett, brate damit eigentlich fast alles an. Und so Olivenöl oder so nehme ich eigentlich nur für Salat und mache das nicht heiß. Und ich mag den Geschmack von Kokosfett einfach sehr gerne. Ja. Und lässt auch so einen ganz geschmeidigen Film auf der Zunge. Ist angenehm zu trinken. Ja, die Butter schmeckt man jetzt gar nicht großartig raus. Ist halt einfach, man merkt aber schon, dass es reichhaltig ist. Hat eine schöne Schaumkrone drauf. Der ist auch relativ, ja, feinporig auf jeden Fall. Also es gefällt mir als Getränk. So mal, also ich würde es definitiv nicht für jeden Tag machen, aber so mal für zwischendurch. Vielleicht auch, wenn man mal so ein bisschen Bock hat auf was Süßes, vielleicht eine Dattel noch reinhauen in den Mixer oder so, dann hat man noch eine leichte Süße. Gut, es ist jetzt schon ein bisschen süß durch die Butter tatsächlich auch gefühlt. Aber wenn man das noch ein bisschen süßen möchte, kann man es natürlich machen mit Honig oder Datteln oder sowas in der Art. Gibt bestimmt auch eine gute Kombination. Auf jeden Fall. Also ich persönlich kann das höchstens einmal im Monat trinken. Dann ist irgendwie Schluss. Ich mag es nicht öfter. Und mir ist halt sehr guter Kaffee auch ein bisschen zu schade dafür. Ja. Weil du merkst halt, von dem Kaffee schmeckst du jetzt eigentlich nur noch sehr wenig. Mehr, ja. Ich glaube auch nicht, dass man die Kaffeesorten noch gut auseinanderhalten könnte danach. Das heißt, da kommt dann wieder so ein bisschen der Purist durch. Aber ich finde, es ist eine ganz lustige Spielerei. Ist halt echt mal was anderes, vielleicht auch mal, um das Gästen anzubieten. Ihr müsst definitiv nicht den Detox-Coffee von David Asprey kaufen, den er auf seiner Webseite empfiehlt. Ihr müsst definitiv nicht den Detox, das war nochmal ganz wichtig zu sagen, damit wir den Erfinder des Bulletproof Coffee nochmal erwähnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Rezepte angucken möchtet zum Thema Kaffee, dann abonniert den Kanal. Wir kommen bestimmt bald zu noch mehr. Ja, und auch gerne Vorschläge in den Kommentaren hinterlassen, welche Art von Rezepten ihr gerne haben möchtet. Eher heiß, eher kalt, Cocktails, wie auch immer, kann man ja alles mit Kaffee ganz gut machen. Also wenn ihr da Ideen habt, packt es auf jeden Fall noch in die Kommentarbox rein. Und ich trinke jetzt den mal aus, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann das Mittagessen ausfallen lasse. Cheers.